Hallo und herzlich willkommen zurück bei Assassin's Creed 3. So, ja, wir sind auf der Suche nach einem Mann, der schon damals unserer Mutter geholfen hat. Wo wir auch das Zeichen der Assassinen finden werden. Und laut der Prophezeiung von Juno, dem lustigen Geistwesen, das uns in Vogel verwandelt hatte, soll uns dieser Mann dabei helfen, unseren weiteren Weg zu finden. Nun gut. Dann laufen wir hier mal durch die Devonport-Siedlung. Hallo. Du musst einer von diesen Wilden sein, vom Stamm der... Wie heißen sie? Mishasha, ein Shoshone. Ha? Ja? Habe ich recht? Nein. Natürlich nicht, Terry. Die Irokesen sind kein Stamm. Oh doch. Oh nein. Die Irokesen sind eine Konföderation. Konfetti, wie bitte? Konfetti. Konföderation, du Esel. Ein Verbund, eine Allianz, ein Zusammenschluss vieler verschiedener Völker. Ja, aha. Sag ich doch. Ein Stamm. Hör zu, du ungebildeter Bauerntrampel. Ein Stamm ist nicht dasselbe wie eine Konföderation. Und es ist nicht meine Schuld, dass du zu blöd bist, um das zu kapieren. Wen nennst du einen Bauerntrampel, du kratzbuckliger Strolch? Moment, das geht nur ihn und mich was an. Ja, okay. Halt dich da raus. Okay, ihr habt dann einen ganzen Wagen voll Konföderation liegen. Ja. Poliert ihr euch mal die Fresse, die weißen Männer sind doof. Ja, es ist ein Laubkonföderationswald. Ja, ja, ich weiß jetzt nicht, wo ich noch Konföderation mit Stammer setzen soll in Bezug auf Bäume. Vielleicht auch nicht so lustig. Aber der Versuch war es wert. So. Hier wollen wir das Zeichen gesehen haben und hier klopfen wir und ich sehe dieses Zeichen hier nicht, aber der Indianerjunge mit seinen verschärften Sinn ist der Abstammung von Hathem Kenway, der ein Templer ist, sein Vater aber irgendwo Assassine war und irgendwer ihn da umgedreht hat. Mal gucken. Ich dachte, du könntest mich ausbilden. Nein. Verschwinde! Ich werde nicht gehen. Sagt er einfach nein, spinnt er? Wie soll denn das Spiel weitergehen, wenn der nein sagt? Dann noch an zu regnen. Schutz in den Ställen suchen. Ah. Okay, hier ist irgendwas, mit dem wir nichts machen können. Okay, gut, ich werde nass. Und nass werden gefällt auch einem Indianer. Ich muss ein Lager aufschlagen. Das soll. Ein Isomatte.
Okay, der Regen ist vorbei. Die Nacht auch. Wir haben super bequem geschlafen. Okay. Dann klopfe ich jetzt nochmal, weil da kann ich ja stur sein. Nein. Du bist überhaupt nicht in der Situation, Nein sagen zu dürfen, alter Mann. Nur weil du schwarz bist. Was denkt der sich? Alter Mann. Vielleicht gibt es einen anderen Eingang. Ja, dann gehen wir doch mal rum ums Haus. Vorne reagiert er nicht aufs Klopfen, dass der mitgekriegt hat, dass ich noch da bin. Glaube ich nicht. War nur ein alter Mann. Ja, dann klopfen wir halt mal hier. Bitte, ich möchte nur einen Moment deiner Zeit. Verzeih mir, wenn ich undeutlich war oder dich mit meinen Worten verwirrt haben sollte. Ich wollte dich nicht in die Irre führen. Also lass mich das klarstellen. Hau ab von meinem Land! Das ist keine Option. Ich komme hoch! Tue ich einfach so. So, hör mir doch zu. Wovor hast du solche Angst? Angst? Du glaubst, ich hätte Angst? Vielleicht gar vor einem Hosenscheißer wie dir? Oh, du träumst vielleicht, ein Held zu sein. Ein stolzer Ritter, der die Welt retten will. Aber mach so weiter. Und du wirst nur eine Sache finden: den Tod. Die Welt hat sich entwickelt, Junge. Solltest du auch. Habe ich ja vor, aber du sollst mir dabei helfen. Idiot. Ich werde nicht gehen, hast du mich gehört? Ich werde niemals gehen. Warte nur, alter Mann. Na ja, gut, dann ziehen wir jetzt halt wieder im Stall ein, oder? So einfach wirst du mich nicht loswerden. Nein, nicht über den... Wobei? Vergittert. Du wirst mein Lehrer. Ob du willst oder nicht. Ja. Ich spring da nicht runter und tu mir weh, das wäre dumm. So. Okay, dann eben wieder langsam zurück. Ne, Mr. Ed, hallo? Interagieren ist nicht. Okay. Boah, da gehen wir eben immer in unseren Bereich des Stalles. Das wird einfach. Das hast du schon mal gesagt. Und dann war mein Pferd tot. Und ich hatte ein Pfeilchen. Wer seid ihr? Das geht dich einen feuchten Dreck an, kleine Mistkerl. Feucht ist es, ja. Hau ab, bevor was Schlimmes passiert. Nein, ich kann nicht gehen. Sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Leute, lasst gut sein, das ist gut. Das ist nur noch schlimmer. Warum seid ihr hier? Was habt ihr vor? Du fragst besser den Boss. Boss? Au. Du arbeitest also für den Mann, stimmt das? Bringt dich das zum Reden? Oh.
Vielleicht bringt dich das zum Schweigen. Ja, endlich. Hat das da erst die Penner gebraucht, damit es geht. Okay, dann haben wir mal schnell hier aufgeräumt. So, ist das ungemütlich. Darf ich jetzt rein oder muss ich wieder in den Stall? Ja, die Tür ist auf. Der Stuhl ist scheiße. So fett bin ich doch gar nicht. Verzeih. Nicht deine Schuld. Hier wird bald alles auseinanderfallen. Ein Wunder, dass es nicht bereits geschah. Also, Alter. Wer bist du? Mein Name ist Radon Hagedon. Genau. Nun, ich werde nicht einmal versuchen, das richtig auszusprechen. Und jetzt, warum bist du hier? Ich auch nicht. Also versuchen das richtig auszusprechen. Ich soll nach diesem Symbol suchen. Weißt du überhaupt, was dieses Symbol repräsentiert? Oder warum du mich bittest? Also ich ja, ja nein. Nein. Und doch bist du hier? Der Geist sagte, dass ich... Diese Geister von dir haben die Assassinen schon seit Jahrhunderten verfolgt. Und zwar seit Ezio die Flasche entkorkte. Du weißt nicht einmal... was ein Assassine ist, richtig? Ist doch auch egal. Na dann, mach ich dir bequem. Juno hat gesagt, ich soll hierher kommen. Dir eine Geschichte zu erzählen. Und die wird schon eine ganze Weile dauern. Ah, der hält. Okay. Warte, jetzt bricht gleich der nächste Stuhl zusammen. Wir haben noch mehr Feuerholz. So, er erzählt es jetzt Teil 1 und Teil 2. Verschrieben sich die Assassinen dem ewig währenden Kampf im Krieg gegen die Templer. Denn wenn die gewinnen, werden deine Geistervisionen zur Wirklichkeit. Dann halte ich sie auf. Oh, das wirst du sicher versuchen. Ja, komm mit. Ich muss dir etwas zeigen. Okay. Vorsicht. Das war kein Witz, dass hier bald alles auseinanderfällt. Warum reparierst du es nicht? Wozu denn? Außerdem damit es nicht auseinanderfällt. Material. Dann kauf es. Sieh mich an. Glaubst du, ich könnte einfach in den Laden gehen, die Taschen voller Geld und einkaufen? Ja, warum nicht? Ja. Warum nicht? So naiv. Mhm. Hier lang. Unter der Treppe ist eine Treppe. Und das ist scheiße dunkel. Ich sehe schon nichts und ihr werdet noch viel weniger sehen, befürchte ich. Oh, jetzt wird schlagartig heller. Glaub nicht, du könntest einfach herkommen, das überwerfen und schon wärst du ein Assassine. Ich habe nicht. Ich würde mir niemals anmaßen. Ist schon gut. Ich weiß, wie verlockend das ist. Mhm. Hast du uns aber nicht erzählt. Nun gut, mein Schüler. Wir werden bald wissen, ob dir diese Kleider passen. Hab Dank. Ich bin Achilles. Mhm. Und irgendwer hat dir deine Ferse durchgeschnitten, deswegen dunkelst du? Okay, die Witze werden nicht besser. Komm mit, Junge. Wir haben zu tun. Du bist nur ein Staubkorn. Ein
nichts. Du und dein ganzes Volk. Ihr lebt im Dreck, wie Tiere. Begreift nicht, wie die Welt wirklich funktioniert. Was wollen die Templer denn? Was sie immer schon wollten? Kontrolle. In den Kolonien sehen sie eine Gelegenheit. Eine Chance für einen Neuanfang, unberührt vom Chaos der Vergangenheit. Deshalb unterstützen sie die Briten. Hier können sie die Vorzüge ihres Glaubens präsentieren. Ein Volk, das nur diesen Prinzipien dient. Ordnung und Struktur. Aha. Ich habe gesehen, was kommt, wenn sie Erfolg haben. Sie müssen sterben, oder nicht? Sie alle. Sogar mein Vater. Vor allem dein Vater. Er ist es, der alle Fäden in der Hand hat. Gesundheit. Ei, ei, ei. Und so übte ich. Ich rannte, ich kletterte, ich kämpfte, ich stürzte. Und für jede körperliche Übungsstunde gab es 2 Lektionen für den Geist. Sprachen, Philosophie, Logik, die Kunst. Achilles lehrte mich sehr viel über die Assassinen und Templer. Ihre Strukturen, Ursprünge und Ziele. Jahrhunderte in wenigen Tagen zusammengefasst. Wir sprachen über die Männer, die mein Dorf niederbrannten. Von Charles Lee und meinem Versprechen an ihn. Achilles erklärte mir, Lee und seine Gefährten seien Templer. Und dass kein Geringerer sie anführte als mein eigener Vater. Wenn ich dem Orden dienen will, wären diese Männer meine Ziele. Vater, also arbeitete ich härter, lernte schneller. Doch trotz allen Fortschritts war klar, dass ich noch viel lernen musste. Meine Lehrzeit hatte gerade erst begonnen. Tja, so geht das manchmal. Okay. Ach du Schande, es ist schon wieder kalt. Ich wünsche einen schönen Abend. Die Mission starten. Guten Morgen. Wünsche ich dir auch. Willst du verreisen? Ich habe entschieden, das Haus herzurichten. Und du wirst mir dabei helfen. Steig ein. Mal in Boston. Glotz nicht! Warum nicht? Ich hab's doch noch nie gesehen. Die Städte aus Stein, über die wir als Kinder gesprochen haben. Dieser Ort ist unglaublich. Die Leute, dieser Lärm, die Gerüche. Ich könnte Tage hier verbringen. Und naja, hätte nicht die Hälfte der Wunder gesehen. Früher habe ich einmal dasselbe gedacht. Heute bevorzuge ich die Ruhe des Kantons. Es gibt so viel Leben hier. So viele Möglichkeiten. Für wenige, mein Junge. Für wenige. Tja. Aber viele Möglichkeiten für wenige sind halt immer noch Möglichkeiten. In der Nähe ist ein Laden. Kaufe die Sachen auf dieser Liste. Sag ihnen, wo die Kutsche steht. Und sie werden sie beladen. Verstanden? Ja. Gut. Nein. Aber du brauchst doch einen neuen Namen. Deine Haut ist hell genug. Du könntest glatt als Spanier oder Italiener durchgehen. Besser, man hält dich für einen Spanier als für einen Eingeborenen. Und beides ist besser als ich. Das ist nicht wahr. Wahrheit und Wirklichkeit sind nicht immer dasselbe. Wie würdest du mich denn nennen? Connor. Ja,
Das ist jetzt dein Name. Also gut, fort mit dir. Okay, dann heißen wir ab sofort Connor. Das können wir jetzt aussprechen. Gemischladen waren für alles. Okay. Wird vielleicht doch ein bisschen renoviert hier. Ja, da ist wieder die Bürgerwehr. Das sind wir natürlich nicht interessiert, uns auch nicht wirklich. Immer noch Seite auf. Da drüben. Das probieren wir jetzt. Auch wenn wir nicht wissen warum, aber das ist der Jagdinstinkt. Oh. Ich will gar nichts von dir. Ich glaube, ich habe mit Hefen schon immer noch Seiten von ihm aus seinem Story nicht gesammelt und werde da wohl auch nie wieder rankommen. Verlaufen? Nicht wirklich. Ich brauche die Sachen von dieser Liste. Wirst du bezahlen oder lieber tauschen? Einiges davon habe ich, einiges nicht. Holz ist schwer zu bekommen, seit mein Lieferant verschwand. Aber ich habe Werkzeug und Pech. Nägel auch. Wohin soll ich das alles liefern? Unser Wagen steht am State House. Mhm. Okay, gut. Ich sollte zurück zur Athens. Ja. Wer sitzt im Parlament für Boston? Alle Mann! Komm mit uns! Wir haben genug! Oha! Was ist denn hier los? Wollt ihr auch, oder? Um es den Rotröcken mal ordentlich zu geben! Die sind aber etwas unzufrieden, habe ich das gehört. Was ist geschehen? Genau das werden wir herausfinden. Von Pitts auf King Street, wir zeigen es denen. Am Zollhaus ist was los. Kommt alle mit. Da steht unser Wagen. Das reicht. Genug ist genug. Genug geschwiegen. Genug erduldet. Lass das zu. Genug geschwiegen, genug erduldet. Ja. Leute, was habt ihr vor hier? Ein letztes Mal auseinander! Versammlungen dieser Natur sind verboten! Wir gehen nirgendwo hin, Bastard! Halt! Geht doch zurück nach England! Nichts Gutes entsteht aus solchem Chaos! Geht zurück nach Hause und alles wird vergessen! Niemals! Ihr müsst für eure Verbrechen bezahlen! Ihr Feiglinge! Zieht mit nicht. Gewehren auf Unbewaffnete! Wir haben keine Angst! Da! Ist das unten? Mein Vater? Dein Erzeuger. Ja, das heißt, es wird sicher Ärger geben. Du musst jetzt seinen Komplizen verfolgen. Die Menge ist ein Pulverfass. Er darf die Lunte nicht zünden. Aber... Nichts aber. Tu, was ich sage und los! Okay. Fetter Feigling, du schießt ja doch nicht. Hey, Rotrock, na komm, benutzt das kleine Gewehr.
Ja, ja, es ist Knut jetzt hier. Und du siehst mich nicht. Ich stehe auf der anderen Seite vom Steinschaum. Was hast du jetzt vor? Mein junger Padawan? So, was wird das jetzt hier? Du nicht, mein Junge. Dein Plan ist gescheitert. Nicht ganz. Ali, du Sack. Ihr Hunde! Feuer! Ich muss sofort zu Achilles. Ich muss erstmal warten, dass die mich hier verloren haben. Okay. Gut, also im Moment bin ich hier außer Gefahr. Aber ich werde wohl reichlich gesucht. Lass das mal. Wollte das nicht. Tut mir sehr leid. Aber ihr habt hier Stress gemacht. Ich komme ja schon. Wer bist du denn? Du bist Achilles Bursche. Connor, oder? Ich sah, was am Bürgerhaus geschah. Schöne Bescherung. Wer bist du? Samuel Adams, stets zu Diensten. Samuel. Achilles bat mich, dich aus Boston herauszubringen. Aha. Erkläre. Die ganze Stadt sucht nach dir. Ja, merke ich. Hört her, hört her! Ein Krimineller treibt sich um. Man gibt ihm die Schuld am Massaker am Townhouse. Super. Die Bevölkerung soll die Wache rufen, wenn er gesehen wird.
10 Pfund für alle Hinweise, die zur Ergreifung des Irren führen. Ich fürchte, eigentlich kann ich nur verstecken. Fang damit an, diese Steckbriefe abzureißen. Komm zurück zu mir, wenn du sie abgerissen hast. Reiß die Steckbriefe ab, dann reden okay. wir. Jawohl, Steckbriefe abreißen, machen wir. Machen wir aber erst beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin und tschüss.